Die folgende Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Die unendliche Kraft. Heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahnen erbte. Um diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Und damit beginnt The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Eins meiner Lieblingsspiele, was ich als Kiddie sehr oft gezockt, aber nie fertiggestellt habe. Und ich denke, ich gebe mir direkt mal zu Beginn einen eigenen Namen. Und zwar ich nenne mich Felix, komm. Und zwar ist das mein richtiger Name. Ist jetzt nicht so, als ob ich mich selbst gedoxt hätte. Nein, den kennt man eigentlich schon länger aus vorherigen Videos. Und irgendwann kommt der Name sowieso raus. Und ich habe mich auch schon früher so in den Zelda-Spielen genannt. Also bleibe ich dabei. Vor allem der Nostalgie wegen. Und da ist irgendein Ungeheuer. Nintendo Presents. Mal schauen, was es damit auf sich hat. The Legend of Zelda. Skyward Sword. Ja, wie gesagt, eins meiner Lieblingsspiele, was ich als Kiddie sehr ausgiebig gezockt habe und nie fertiggestellt habe. Ich weiß noch ganz genau, wie es damals rausgekommen ist für die Wii. Und ich sogar
nur ein paar Tage danach oder einen Tag danach oder irgendwie sowas ins Geschäft gegangen bin mit meiner Mama, um mir das Ding zu holen und es zocken zu können. Das war sehr besonders, da wir immer ein bisschen fahren mussten, bis wir in eine etwas größere Stadt gekommen sind. Ja, es hört sich jetzt so an, als hätten wir am Arsch der Welt gewohnt. Aber nein, so 15, 20 Minuten mussten wir schon fahren. Da sind wir auch immer Klamotten einkaufen gegangen. Aber da wurde eine Ausnahme gemacht und ich durfte mir dieses Spiel direkt holen. Wahrscheinlich, weil ich schon immer ein sehr großer Fan der Zelda-Reihe war. Und ich meine Mom damit nicht in Ruhe gelassen habe. Felix, Zeit, deine Augen zu öffnen. Ah nee, das ist... Oh, sorry, falsche Stimme. Bald, sehr bald schon, musst du deine große Bestimmung erfüllen. Die Zeit des Erwachens. Felix. Felix. Wer war das? Ich weiß es natürlich schon. Ich habe das Spiel nicht ganz gezockt, aber ich glaube bis zum letzten Bossfight. Der war mir irgendwie zu schwer oder so. Wie gesagt, ich war da noch ziemlich klein. Und dann habe ich das einfach sein gelassen. Also ich habe es irgendwie 2-3 Mal probiert und dann hatte ich keinen Bock mehr darauf, weil ich mir so dachte, ja komm. Weil ich mir so dachte, ich glaube, da habe ich ja gerade ein bisschen genuschelt. Weil ich mir so dachte, ja komm. Ich habe das Spiel sowieso schon jetzt quasi durchgespielt. Es ist nur noch dieser Fight und der langweilt mich so langsam. Als habe ich das dann einfach links liegen gelassen. So, aber jetzt geht es wirklich los. Du Schlafmütze! Sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genau so ist das, oder? Guten Morgen, Felix. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Oh, was? Also, es wurde schon viel über das Spiel so gelästert und so weiter. Aber ich finde, es sieht tatsächlich geiler aus. Zumindest die Character Models. Hier so die Umgebung, da sieht man jetzt schon so, ja, okay, es wurde ein bisschen überarbeitet vielleicht. Und vor allem auch das Icon der Stamina-Anzeige oder oben links die Herzen. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber sonst so die Charaktermodelle. Beim Vogel eben hat man das gesehen oder hier jetzt bei Link oder auch jetzt unten bei den Rubinen und bei den Knöpfen da über den Rubinen. Das sieht sehr schön aus. Und ich finde auch die Impression von Link, also die Gesichtszüge, die Mimik hat sich sehr stark verbessert. Oder es kann vielleicht auch sein, dass ich L halten. Ach so! Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ich die Kamera nicht bewegen kann. Oder es kann auch sein, dass ich als Kiddie damals nicht drauf geachtet habe. Auf die Mimik. Und deswegen mir das einfach nicht so aufgefallen ist. So, wer bist du? Kuko. Morgen Felix. Na, bist du auch bereit für die Vogelreiterzeremonie heute? Die anderen bereiten sich alle schon draußen auf dem Dorfplatz vor. Aber du scheinst ja die Ruhe selbst zu sein. Aber dein kaminroter Wolkenvogel ist ja auch ein tolles Tier. Ich habe die Vogelreiterzeremonie zwar beim letzten Mal gewonnen, aber ob mein Vogel eine Chance gegen deinen hätte? Doch denk daran, ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Wenn du also mal Fragen zu den Vögeln hast, dann ist Kuko dein Mann. Danke, Kuko. Ehrenmann auf jeden Fall jetzt schon mal. Ziemlich sympathisch, der Typ.
Und hier drin gibt's nicht wirklich was, ne? Noch nicht. Meister Otus. Guten Morgen. So, Felix. Der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist also endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht von Meister Tutor? Titor? Was auch immer. Tutor, und gib dein Bestes. Wo wir gerade davon sprechen, weißt du noch, dass du dich durch Drücken von Pfeil nach oben umsehen kannst? Drücke einfach Pfeil nach oben, wenn du etwas genauer umsehen möchtest. Was? Ansehen. Ach so, ich dachte gerade, da wäre ein Tippfehler. Wenn du dir etwas genauer ansehen möchtest. Ja, okay. Danke. Aber hätte ich mir auch denken können, weil ich meine, da ist ja ein Auge drüber und... Ah, okay, also man kann hier per Bewegungssteuerung, sieht man schon, das ist Bewegungssteuerung, aber man merkt das auch und das hier ist Bewegung, was? Ja, Bewegungssteuerung ist das hier und das hier ist die normale Steuerung. Ich habe das gerade ein bisschen durcheinander gebracht, sorry dafür. Naja, was soll's. Oh, und er ist ein Charakter, den ich nicht mag. Oh, der sieht so komisch aus. Groß. Ja. Dir auch. Ein Groß. Nein, schlechter Witz. Guten Morgen, Felix. Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich bin die Ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss die Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gerne fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. Streng dich an. Ich drücke dir fest die Daumen. Boah, der ist so komisch. Der ist so komisch, der Typ. Ihr werdet später noch sehen, warum genau ich das komisch finde. Also in den Typen. Also gerade merkt man es noch nicht wirklich. Man hat zwar Anzeichen, sieht zwar Anzeichen dafür. Konnte man die Dinger nicht auch? Hallo? Nicht? Man konnte die doch auch werfen, oder nicht? Dann hat die Alte doch rumgemeckert. Ach komm, egal. Reden wir mal mit ihr. Ja, ihr seht auf jeden Fall später noch, warum der Typ komisch ist. Hena, wo steckt nur dieser Groß? Er sollte mir Fässer bringen. Aber er will einfach nicht vorbeikommen. Wo bleibt er nur? Ich glaube mal, dass er zu schwach ist. Können wir ihm irgendwie helfen? Ich bin ja auch kein Unmensch. Ich will natürlich helfen. Ah, guck mal. Können wir jetzt mit ihm sprechen? Können wir flexen? Ah, Felix, bist du etwa hier, um mir zu helfen? Ach, bist eben ein ganz netter. Ich verkack die Stimme. Egal. Darum nehme ich dein Angebot liebend gerne an. Könntest du vielleicht eines dieser Fässer für mich zu der alten Dame tragen, die im Speisesaal arbeitet? Hebe es mit A hoch und drücke nochmal, um es abzustellen. Wenn du etwas hochhältst, kannst du es übrigens werfen. Kleinere Dinge, wie ein Krug, kann man sogar rollen. Aber dafür muss man sie nach unten halten. Das Fass bringst du aber bitte heil in den Speisesaal, ja? Also immer schön vorsichtig. Sollst du vergessen haben, was ich dir eben erkläre? Nein. Komm. Lass sein. Wir helfen ihm jetzt einfach. Boah, das zieht aber schon sehr heftig an der Ausdauer. Okay. So. Scheint gar nicht mal so leicht zu sein, die Dinger. Danke, Felix. Das ist nett von dir. Eigentlich sollte das ja Groß erledigen, aber es soll's. Du hast heute einen wichtigen Tag vor dir und hast mir trotzdem geholfen. Vielen Dank. Kriegen wir was dafür? Nein? Okay. Was auch immer. Hallo? Kamera? Ach so, ja, ich muss L dafür drücken, damit das... So. Vielen Dank, Felix. Du warst eine große Hilfe. Ich gebe dir dafür die Hälfte meines Tageslohns als Dank. Es ist nicht viel, aber du kannst es sicher gebrauchen. Okay, von ihm kriegen wir was. Du hast einen roten Rubin erhalten. Er ist 20 Rubine wert. Was für ein Glück. Ich bleibe hier in der Schule und halte die Stellung. Was die Vogelreiterzeremonie betrifft, drücke ich dir natürlich ganz feste die Daumen.
So, oh, das ist die Toilette. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber was soll's. Dann haben wir die halt auch mal angeschaut. Ich dachte mir schon so, hä, das sieht etwas komisch aus für eine Tür, die nach draußen führt. Aber hier ist sie. Ich Idiot. Naja. Ah, der Wolkenhort. Lang nicht mehr gesehen. Übrigens kommt es mir sehr gelegen, dass hier von einem neues Spiel erscheint oder ein überarbeitetes Spiel. Da ich... Ey, Felix, hier! Mann, was denn? Du unterbrichst mich. Guten Morgen, Felix. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Visier mich an, dann können wir uns unterhalten. ZL. Genau, du kannst jemanden anvisieren und dann ganz leicht mit ihnen sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du diese tolle Technik aber auch einsetzen, um einfach wieder nach vorn zu blicken. Aber auf diese Entfernung lässt sich nicht gut reden, also komm doch hier hoch, ja? Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Den Sprung sollst du ganz einfach schaffen. Versuch's mal! Okay. Dann probieren wir es mal. Und es hat sogar funktioniert. Krass. Und das war mir ziemlich klar, dass das passiert. Nee, also, ja klar, es funktioniert. Nur die tun die ganze Zeit so, als ob man der dümmste Mensch auf Erden wäre. Naja. Ja gut, der dümmste Mensch im Himmel. Hallo Felix, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach, du bist verabredet? Zelda wartet schon. Wo du gerade hier bist, Mia, das Haustier von Zeldas Vater, Gepora, unserem Direktor ist weggelaufen. Ach. Was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu mir zu bringen? Ja. Machen wir. So, was ich gerade sagen wollte. Ja, komm, ich kann selber dahin finden. Aber danke. Was ich gerade ansprechen wollte. Ein paar Leute. Bestimmte YouTuber, um genau zu sein. Haben schon lange mit dem Spiel angefangen. Das liegt daran, weil eben manche früher Zugriff auf das Spiel hatten, was ich persönlich, naja, ein bisschen uncool finde zwar, weil, naja, es ist eben so, dass kleinere YouTuber wie ich dann keine Chance darauf haben, aber andererseits ist es auch so, keine, nicht wirklich Chance darauf haben, süß, by the way, nicht wirklich Chance darauf haben, gleichzeitig zu beginnen und dann Views zu kriegen. Andererseits ist es aber auch so, dass sich die meisten Leute wahrscheinlich so oder so bei den größeren YouTubern anschauen würden. Also ist es eigentlich ziemlich egal. So, hier ist sie. Du hast sie halt zurückgebracht. Vielen Dank, Felix. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Mia ist so süß. Die ist so unglaublich süß. Zelda ist sicher auch dort, also beeil dich. Oh, ich sollte dir wohl etwas geben. Ist keine große Sache, aber hier bitte. Und sag den anderen nichts davon. Roten Rubin? Wofür? Oh, guck die doch mal an. So süß. Ja, wo war ich? Genau, ich war bei den... Morgen, Felix, hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie, ich? Ich repariere diese Tür. Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin sollte ich fertig sein. Oder wollte? Ich weiß es nicht.
Na, kann man nichts machen. Und du hast nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Statuen wie diese gibt es überall im Wolkenhort. Wenn du eine findest, sollst du deine Ehrerbietung? Heißt das so? Ehrerbietung? Egal, was auch immer. Sollst du deine Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erweisen? Verlasse dich auf die Göttin. Okay. Wenn du meinst. Du hast eine Ausdauerfrucht erhalten. Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. So. Ich wollte das auch direkt hier nehmen, weil die wachsen nach und die kann man immer mal wieder aufsammeln. Und diese Message kommt nur einmal. Also sollten wir hier drüber sprinten, kommt das nicht mehr. Was ich übrigens sehr gut finde. Das ist nämlich in manchen Spielen anders gelöst. Da kommt das immer mal wieder, dass einem gesagt wird, ja, hier, das macht übrigens das. Ganz toll. Und ne, das finde ich nicht so geil. Ja, ich war bei dem Spiel, dass es einige früher spielen können. Andererseits ist es natürlich nicht nur so, dass die meisten das sowieso bei den größeren YouTubern schauen würden, sondern ich, wenn ich mehr Abonnenten hätte und die Möglichkeit dazu hätte, es früher zu zocken, würde ich das natürlich auch machen, keine Frage. Und andererseits ist es auch so, ist natürlich schön für Leute, die eher was von dem Spiel sehen wollen. So, danke, dass ich das noch sagen durfte. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Boah, dieser Song ist so geil. Guten Morgen, Felix. Ich finde Zelda echt schön in diesem Spiel, aber dieser Haarschnitt einfach vorne so komplett gerade. Das sieht so bescheuert aus. Naja, hatte ich meinen Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Felix? Unsere Verabredung, hattest du sie vergessen? Nein, sonst gar nicht. Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Wie er schaut, ey. Ich kann mir schon vorstellen, wo er drauf geschaut hat. Egal. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eines spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und? Wie findest du mein Gewand? Den Schall dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Felix. Das steht mir doch, oder? Aber nur. Naja. Richtig assi. Aber ja, doch, ich finde sie sehr schön in diesem Spiel angezogen. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Felix. Aber ich finde solche Gewänder sowieso extrem schön. Zwar nicht im Alltag, ist klar. Aber so in Spielen oder irgendwie auf Motto-Partys oder Hochzeiten gibt es natürlich auch mit Mottos. Und da ist sowas immer richtig geil anzusehen. Zelda. Bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater! Felix ist ja auch schon da. Wunderbar! Der Typ sieht auch so geil aus, ey. Oh Mann. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Ja. Im Spiel. So wie im Real Life. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Tu ich, Sir. Ja, Sir. Wo wir vom Anstrengen reden. Was ist? Hör mal, Vater. Felix hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Hey, sag mal, sagt man doch nicht. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Hallo? Streng mich immer an. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht,
wird er ganz sicher verlieren. So ein Quatsch. Reg dich nicht... Achso, falsche Stimme. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Ja, ist nicht einfach, aber auch nicht sehr leicht. Okay. Genug der dummen Witze. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Erstmal, zumindest. Sicherlich ist Felix nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester... tut mir leid, seine Stimme ist so... ermüdend. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du, Felix und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Okay. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. By the way, wo ist er? Ach ja, stimmt, ich weiß, wo er ist. Aber ich sag nichts. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war es auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Felix zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot. So selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Felix, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich als Felix und sein Wolkenvogel sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung. Mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Süß. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Felix um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Und Link hat gerade bemerkt, dass er überhaupt keinen Plan hat, wo der eigentlich ist. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird Felix... wird er kein Ritter werden. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Felix geht, bist du so... Felix, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Aber ich war doch gerade, ich... Jetzt komm schon, hierher, was machst du denn? Auf geht's. Spring von der Plattform und ruf deinen Wolkenvogel, so wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen, denn du musst in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Aber nein, bis gleich. Nein, der Wolkenvogel, ja. Felix, du musst nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Tschüss. Wie? Er kommt? Er kommt nicht? Nein. Brenzlige Situation. Felix, ich hab dich. Sie hat mich fast umgebracht. Sie hätte mich echt fast umgebracht. Geht es euch gut? Es tut mir leid. Ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht's dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt?
Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Felix? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Felix, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erstmal um meinen Vogel kümmern. Du sollst in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Ist es schon soweit? Oh, ist es schon so spät? Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Tütor organisiert. Felix, kannst du bitte zu Tütor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Ja, mach ich. Vater, selbst wenn er zu Meister Tütor geht, wird der sich doch an den Schuldirektor wenden und das bist du. Da magst du recht haben, du bist wahrlich meine Tochter. Wie dumm ist er. Dann werde ich eben mit ihm reden. Felix, sag doch bitte Tütor, dass er in mein Büro kommen soll. Bin ich deine Sekretärin oder so? Aber na gut, dann werde ich das halt machen. Ich komme, sobald sich mein Vogel ein wenig ausgeruht hat, Felix. Frag doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Aber das werde ich auch erst im nächsten Part machen. Das war jetzt ein sehr langer Einführungspart. Es ist nicht wirklich was passiert. Wir haben den Wolkenhort ein bisschen kennengelernt, Zelda getroffen und erfahren, das ist eine Wolkenvogelzeremonie oder eine Vogelreiterzeremonie geben soll. Und falls ihr das alles nicht verpassen wollt, ich bin schon sehr gehypt. Seid gerne dabei. Ich habe schon richtig, richtig Bock auf das Game. Wie gesagt, eines meiner Lieblingsgames. Und ihr werdet schon früh genug erfahren, warum. Also falls ihr darauf Bock habt, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder rein. Lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.